Hallo Leute und willkommen zurück zu Banjo-Tooie in der Grunty GmbH. Jawohl, wir sind jetzt im zweiten Stockwerk angekommen, haben aber noch nicht wirklich viel hier entdecken können. Ja, das wird sich aber hoffentlich diesen Part ändern, denn dort hinten springt ja auch schon die erste Batterie rum. Da sieht man sie jetzt auch endlich. Und da haben wir schon den ersten Slot. Das heißt, sie sind in unmittelbarer Nähe. Aber ich habe mich auch nochmal kurz umgeschaut, damit ich nicht in diesem Part komplett orientierungslos rumlatsche. Und schaut mal, was uns die ROM mal wieder vorenthalten hat. Richtig, ein neuer Move, den wir lernen können. Ja, und bevor ich dann die Batterie erstmal da einsetzen werde, werde ich mir natürlich erstmal den Move holen. Weil der ist etwas brauchbarer. So, mal schauen. Vielleicht kann das auch ein Move sein, der nur für Kazooie ist. Weil sie kann ja auch mit den Schuhen da die Wand hoch. Aber wir schauen einfach mal. 545 Noten nur. Vergiss es, Tagedieb! Ja, klar. War ja klar, dass wir den Move nicht wieder zusammenlernen können, sondern der nur wieder für Kazooie ist. Egal. Dann trennen wir uns einmal ganz kurz und holen uns nochmal die Schuhe und dann holen wir uns den neuen Move ab. Und ich glaube, dann haben wir auch schon wieder alle Moves in dieser Welt. Es gibt immer eigentlich 3 pro Welt. Und 2 haben wir ja schon. Oder? Lass mich mal kurz überlegen. Ja? Ja, das ist dann der 3. Einmal war es ja der Schlafsack, dann die Schuhe hier. Und jetzt kommt der Move. Mal schauen. Bin ich gespannt, was das sein wird. So. Katapult, Kaprolje. Folgendes werde ich dir geben. Dein Sprung wird dich noch höher geben. Halte Z und drücke A. Was einmal fern, ist jetzt ganz nah. Wow. Das ist dann alles. Weggetreten. Wir haben gerade den Hochsprung gelernt, den wir auch zusammen mit Banjo machen können. Nur jetzt als Kazooie allein. Oh, der ist aber wirklich hoch. Ja, geil. Und dann kann man die ganze Zeit noch weiter runterschweben, obwohl, sieht man ja gerade, ich würde trotzdem Fallschaden bekommen. Aber dank des Cheats ja ein Glück nicht. So, wie kommen wir jetzt nur wieder nach da oben? Scheiße, ich hätte mal nicht runterspringen müssen. Ja, der Move ist aber schon geil, wa? Man kommt wirklich richtig hoch damit. Cool. Warum habe ich denn jetzt... Achso, ja, stimmt ja. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich die Schuhe hole. Natürlich, damit ich hier hochkomme, um die auszuziehen. Um dann hier wieder rüber zu kommen. Super. Ach, scheiße. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, weg mit dir, Kazooie. Denn wir müssen hier nochmal rüber, um hier die Batterie abzuholen. Bats. So, haben wir dich ein bisschen paralysiert. Tut uns leid. Egal. Ab mit dir in den Rucksack. So, und dich packen wir dann gleich in den nächsten Slot hier rein. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir zu dem Raum kommen, wo das drehende Rohr ist. Ja, weil da war ja auch nochmal so ein Tor, was verschlossen war. Und da war hinterher dann der riesige Propeller mit dem Puzzle. Und ich hoffe, dass man da jetzt hinkommt. So, mal wieder der Standardspruch. Wird wieder Energie zugetan von der Batterie. Zutritt gewährt. Naja, ist auch egal. So. Oh nein. Ein weiterer Raum. Elektromagnetraum. Ach du Scheiße. Ein komplett völlig neuer Raum. Danger, High Voltage. Aha. Was haben wir hier? Sensoren erfassen unzureichendes Gewicht zur Betätigung des Schalters. Ja, super. Das bedeutet, den können wir so auf normalen Umständen nicht betätigen. Ach so, ich verstehe. Da müssen wir uns für verwandeln, dann können wir den runterdrücken. Okay. Egal, ich habe jetzt erstmal hier kurz den Notausgang, wollte ich jetzt schon sagen. Das ist ja eher hier die Abkürzung, die habe ich jetzt geöffnet. Wenn wir hier jetzt durchgehen, denke ich mal, kommen wir zu dem Raum raus, wo diese riesige Stange in der Mitte ist. Genau, die Abkürzung, Aufzugsschacht. Super. Dann kommen wir hier schon mal auf schnellen Wege wieder hin. Alles klar. Ja, aber jetzt frage ich mich gerade, was wir hier nochmal alles machen können, überhaupt auf der zweiten Etage. Weil hier ist ja eigentlich jetzt nur noch eine Batterie, die man einsammeln kann. Aber sonst, Leute, ist hier gar nichts mehr.
Das werdet ihr gleich sehen. Weil ich habe ja einen Rundgang einmal kurz gemacht am Anfang des Parts. Oder eher gesagt vor dem Part. Und hier war nichts mehr, was man sonst noch so machen kann. Außer halt die Verwandlung. Aber die will ich auf später verschieben. Down to Floor 1, da wollen wir nicht hin. Das ist eine Verbindung hier zu dem... zu diesem Raum hier, genau. Und da geht's hoch zur dritten Etage. Weil sonst ist hier nichts mehr. Ich würde mal vorschlagen, wir machen einfach dann erstmal in der dritten Etage weiter. Und falls uns dann irgendetwas einfallen sollte, was wir machen wollen, können wir ja nochmal zur zweiten zurückgehen. Ja, super. Dann haben wir jetzt gar nicht viel in der zweiten machen können. Dann starten wir jetzt einfach in der dritten durch. Dritte Etage. Third Floor. Oh mein Gott. Ja, das ist der riesige Lagerraum hier, den wir schon mal gesehen haben. Und wir nehmen erstmal den Globo hier mit. Oh. Der ist dann für Mumbo. Wow, Alter, ist das hier unübersichtlich. Mann, wo sind wir hier nur gelandet? Über ein paar Schrauben. Aber sonst ist hier gerade nichts. Ja, hier ist zum Beispiel auch wieder dieser Fahrstuhl, den wir für die Verwandlung brauchen. Oh, hier haben wir auch nochmal was anderes. Ach du Scheiße, ey. Jawohl, das ist mal Verwirrung pur. Da stehe ich drauf. So, mal schauen, wo kommen wir denn hier raus? Hallo? Da haben wir noch eine weitere Batterie. Oh, wow, habe ich mich fast erschrocken, ey, weil da ein riesiger Totenschädel ist. Das ist ja Mumbos Schädel. Cool. Dann werde ich da gleich mal den Teleporter aktivieren. Super. Oh, aber auch ganz im Metall gemacht, finde ich cool irgendwie. Hat was. Ach, so kommt man hier wieder zurück. Super. Ach, da ist noch ein Loch. Aha, da können wir auch gleich mal hin. Wenn wir da denn hochkommen. Nee, war ja klar. Super. Da kommen wir dann irgendwie auf anderem Wege hoch. Wartet mal. Aua. Achso, ich dachte, da wäre ein Schalter gewesen. Da ist aber doch nichts. Achso, das ist, wäre der Gang von links gewesen. Ah, okay. Ach, wartet mal. Da habe ich mal eine Idee. Und zwar werde ich mal zu Kazooie wechseln. Und dann... Wartet mal, ich mache mal ein Safe State. Habe ich seit langem nicht mehr gemacht. Nachher stürzt das Spiel wieder ab. Und zwar haben wir ja jetzt den neuen Move. Jetzt sollten wir mal ohne Probleme hier hochkommen. Heppa! Jawohl! Es funktioniert. Ja, wenn man nicht gleich wieder runterfällt, ne? So, gleich nochmal. Heppa! Oh, der Sprung ist cool. Der gefällt mir. Heppa! Ach, ich weiß, wo wir rauskommen. Bestimmt bei Humba Wumba, oder? Mal schauen. Jawohl, war ja klar. Kommt man auch so wieder zurück? Nein, kommt man nicht. Super! Ist ja richtig toll. War das jetzt der richtige oder falsche Gang? Muss ich mal gucken. Ja, war ja klar, es war der falsche. Oh, Mann, ey. Ist doch alles hier miteinander verbunden. Warum muss er die Kacke denn laden? So, hier war doch irgendwo... Irgendwie so ein... Dieser Durchgang, der uns dahin geführt hat. Richtig. Den meine ich. So. Heppa? Ich hoffe nur, dass das jetzt funktioniert. Ja. Oh, danke Gott. Oh, da dachte ich schon, das würde jetzt so nicht funktionieren. Auf Anhieb. Na, ein Glück schon. Egal, dann wissen wir mal, wo dieses Loch hinführt. Und dann wäre es recht sinnvoll, jetzt mal irgendwie zu versuchen, auf diese ganzen Kisten hier raufzukommen. Schauen wir uns mal hier drauf um, ob man hier irgendwie Wege finden kann, ob es hier irgendwelche Sachen einzusammeln gibt, so wie den Globo hier. Mal schauen. Oh, es ist schon krass, wie ich das alles vergessen habe, ey. Boiler Plant, da gehe ich doch gleich mal rein. Man muss ja irgendwie sich orientieren. Man muss ja irgendwo nachgucken, ne? Wow. Wo sind... Oh, Heizkessel. Gleich wieder ein neuer Raum. Super, dann schauen wir uns hier gleich mal um. Hier werde ich jetzt erstmal auch die Abkürzung zum dritten... zur dritten Etage öffnen. Und dann schaue ich mal hier rein. Heppa. Wow, da haben wir noch einen weiteren von diesen Hasen, den wir dann irgendwie mal... ja, die Unterwäsche mal wieder wechseln müssen. Und hier haben wir ja schon mal gehört. Wir können ja diese Schrauben rausdrehen mit Hilfe des Bohrers. Ach, zweite Etage, Elektromagnetraum. Aha! Da konnte man
Da war eine Mumbo-Plattform. Alles klar. Das bedeutet, da brauchen wir dann Mumbo für, um dann da einen Zauber zu wirken, der uns dann irgendetwas da macht. Was auch immer der da uns irgendwie bei helfen wird. Wir werden das aber später mal rausfinden. Jetzt wollen wir uns ja sowieso noch nicht verwandeln lassen, um da den Schalter zu aktivieren. Vielleicht funktioniert das so nicht auf Anhieb. Vielleicht braucht man da Momos Hilfe für. Ach, Packing Room, da braucht man eine Batterie für, um da reinzukommen. Aber hier sind wir ja im Heizkessel. Hier sehen wir, dieser Heizkessel hier funktioniert. Der auf der rechten Seite habe ich aber gesehen, der funktioniert nicht. Ich glaube, da müssen wir einfach Feuereier reinhauen, oder? Ich glaube, das ist doch mal ganz simpel. Na, leider nicht. Schade, es wäre auch zu einfach gewesen, denke ich mal. Nee, so einfach geht das nicht. Wartet mal. Zack. Nee, funktioniert nicht. Dann denke ich mal, wird das über einen Schalter der Fall sein. Ich werde hier nochmal versuchen über Eiseier. Aber ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, oder? Nee, auch nicht. Schade. Okay. Dann muss es ja hier irgendwo einen Schalter geben oder erst mit dem Packing Room verbunden. Dass es da irgendwo einen Schalter gibt und dann geht das da über. Und dann sind beide Heizkessel an und dann passiert irgendetwas. So stelle ich mir das gerade vor. Ach, hi. So, den hätten wir gleich mal zerstört. Obwohl wir gar kein Leben brauchen. Ja, wir sind eigentlich immer recht gut mit dem Leben dabei, ne? Wir sind eigentlich nie auf der Kippe irgendwie. Dass wir, oh, wir brauchen jetzt ganz schnell Energie, sonst sterben wir. Das ist immer alles ganz in Ordnung, ne? Naja, hier bekommt man irgendwie komischerweise Eier. Aber die Eier funktionieren da nicht im Heizkessel. Tja, irgendwie auch komisch, wa? Das ist alles voll verwirrend irgendwie. Oh! Aha, Rätsel gelöst. Da oben ist nicht nur Jinjo, sondern da ist auch gleich ein Durchgang. Ja, da muss man nur irgendwie nach da oben kommen. Wie kommt man da denn jetzt oben hin? Soll das denn funktionieren? Da steht Water dran? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, wir gehen einfach mal weiter. Ja, ich weiß eben auf Anhieb alles jetzt leider nicht. Wie gesagt, das ist nicht so wie in Banjo-Kazooie. Da bin ich ja eher nur durchgerannt, ne? Da ist das Puzzle. Ah, nee, da heißen sie ja Puzzleteile. Aber hier merkt ihr bestimmt sicherlich schon, dass ich hier schon echt meine Schwächen habe. Dass ich echt alles aufs Neue rausfinden muss. Ist schon ein bisschen schwierig, aber naja. Sonst würde das ja auch nicht so viel Spaß machen, wenn man alles kennt und dann einfach nur noch durchläuft. Ist ja eigentlich immer ganz geil, wenn man es das erste Mal wieder spielt und man gar nichts kennt. So, da ist auch noch irgendwie ein Durchgang. Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, da unten wäre was. Wie dem auch sei, hier ist jedenfalls etwas. Hier können wir jetzt zum Beispiel schon mal hochklettern. Müssen wir nur den Blitz abwarten. Perfekt. So, hepp. Hier haben wir schon mal wieder ein paar Noten. Und wartet. Ach, da haben wir einen Durchgang. Da gehen wir dann auch gleich mal längs. Und da haben wir einen Jinjo. Hoffentlich ein Jinjo. Jawohl. Nein, es ist ein Minjo. Oh Mann, ey. Muss das denn immer so scheiße sein, dass das immer Minjos sind? Die lenken einen immer voll ab. Aber naja, okay, es ist ja auch ihr Dienst, ne? So, beinahe wäre ich da jetzt runtergeplumpst, wobei... Achso, da kommt man wieder hoch. Kriegt man die Kiste dann irgendwann auch mal kaputt? Oder geht die nicht kaputt? Komisch. Anscheinend nicht. Wow. So, der Fire Exit. Ja, Feuerausgang. Da gehen wir mal durch. Und mal schauen, was hier ist. Ah! So sieht's aus. Geil, wollen wir mal hier hochgehen? Floor 4. Ach, so kommt man dann in die vierte Etage. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid. Da, 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 da. Quality Control. Und irgendwie bebt das hier. Wollen wir schon in der vierten Etage anfangen? Aber sonst mixen wir so viel durch, oder? Wenn ich jetzt hier schon weitermache in der vierten Etage. Nee, ich glaube, das ist nicht schlau. Nee, ich glaube mal, wir sollten mal wieder zur dritten Etage zurückgehen.
Ich glaube, das ist sinnvoller. Da machen wir dann erstmal alles, so wie in der zweiten Etage, wie wir da alles gemacht haben. Ging zwar recht schnell, aber naja. Oh, hier ist die Musik so viel geiler draußen, ne? Viel, viel geiler. Naja, egal. Sind wir wieder zurück in der dritten Etage. Ja. Ja, irgendwie ist das nicht ganz so spannend. Keine Ahnung. Hier sind überall nur Kisten, aber sonst ist hier nichts. Ja, mal wieder eine Batterie. Super. Ach, die können wir ja zum Heizkessel bringen. Stimmt ja. Och ja, und dafür ist dann auch die, sind dann auch die Trennplatten da. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Und Mumbo können wir dann auch bald anheuern. Bist du immer noch paralysiert? Das hält aber ganz schön lange an, wa? Oh, rein mit dir. So, du bist die Dritte. Und jetzt müssen wir nur noch den Weg zurück zu den Heizkesseln finden. Nee, Kozu, dich wollen wir noch nicht. Wir müssen erstmal den Weg alleine gehen. Hoppa. Ja. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, hier die ganzen Kisten hochzukommen, aber mit Hilfe meines kleinen Tricks funktioniert das alles auch problemlos. Ach ja, stimmt, hier drüben war das, ne? Ja, damit gehen wir mal so hier rüber. Warum denn da längs hangeln, wenn man auch so rüberkommt? Boilerplant! So, und vielleicht, so male ich mir das jetzt auch gerade aus, kommt man über den Packing Room, kommt man dann auf diesen Heizkessel da oben rauf. Ach, da kann man auch wieder zu Kazooie wechseln, weil es auch ein, das auch immer bringen mag. Der Tür wird wieder Zusatzenergie zugeführt und zu dritt gewährt. Alles klar. Ja, dann gehen wir erstmal solo da rein. Hm? Laderampe. Laderampen, Plackerei wurde lokalisiert. Spielregeln sind erhältlich, falls benötigt. Okay. Ach ja, Blinkies erscheinen auf dem Gitterboden. Der Packer muss sie einsammeln und auf die richtige Laderutsche legen, bevor sie verschwinden. Zum Abladen stellen sie sich auf die Fläche nahe der Öffnungen. Blinkies sind schwer. Je mehr sie tragen, desto langsamer werden sie. Blaue zählen 3 Punkte, grüne zählen 2 und rote einen Punkt. Erreichen Sie 40 Punkte, um den Bonus 1 eines normalen Packers zu verdienen. Alles klar. Fertig. 3, 2, 1, go. Okay, muss man da jetzt als Banjo allein dabei sein? Oder geht das auch mit Kazooie? Eigentlich wäre das ja jetzt gar nicht so, ist das ja gar nicht so schlau, dass wir das jetzt nur mit Banjo machen, ne? Egal, wir versuchen das einfach mal. So, man kann ja jetzt so viele Blinkies mitnehmen, wie man will. Nur man wird natürlich dann immer langsamer. So, die packen wir dann alle mal dahin. Ach, seht ihr, da sind sogar Schuhe. Speed-Schuhe für Kazooie. Aha, das soll man dann wohl mit Kazooie allein machen. Ich mach's gerade einfach mal mit Banjo. Wird schon gehen irgendwie. Ja, geil. Macht aber trotzdem Fun. Das Minispiel finde ich cool. Endlich mal wieder was, was wir gefunden haben, was man dann wieder spielen kann, ne? So, hier abladen, zack, zack. So, wir haben 40 Punkte. Damit hätten wir das Minispiel geschafft. Geil. Ja, vielleicht funktioniert das auch nur so toll wegen unseres kleinen Cheats. Die Anforderungen wurden erreicht. Nun wird ein Bonus vergeben. Yeah! Ein Puzzle! Geil! Da springt meine Freude doch wieder auf. Ein weiteres Spiel gefällig. Ne, lass mal stecken. Also, mir wurde jetzt schon öfters in den Kommentaren gesagt, ja, du musst die Minispiele öfters machen, weil dann kriegt man vielleicht eine Cheeto-Seite. Der Grundgedanke ist ja nicht schlecht. Aber, eigentlich wird das einem dann auch gesagt, so wie im Hex-Hex-Park, das der Fall war, bei diesem Flug-UFO. Okay, UFOs können normalerweise immer fliegen, aber bei dem UFO eben. So, und das hat einen ja gesagt, ab so und so viele Punkte kriegst du einen Preis und ab so und so viele Punkte einen weiteren Preis, ne? Also, das wird einen schon, da, man wird schon darauf hingewiesen. So,
Ich merke schon gerade richtig, wenn ich das jetzt meine Stimmlage mit den davor da vergleiche, müsste der Part ja gar nicht so spannend sein, ne? Also so wie ich die ganze Zeit irgendwie langweilig gelabert habe, jetzt habe ich ein Puzzle gefunden, gleich ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, wenn man merkt, dass man die ganze Zeit nur doof in der Gegend rumläuft und nichts findet, dann ist das irgendwie auch langweilig, logisch. Ja, nur jetzt stehen wir wieder vor dem Mysterium. Wie machen wir weiter? Oh Mann, ich denke mal, wir wechseln mal zu Mumbo. Oder ich sollte mich mal verwandeln lassen, oder? In dem nächsten Part. Ich glaube, ja, das machen wir dann im nächsten Part. Ich werde dann mal Mumbo anheuern. Und dann werden wir da die Plattform mal aktivieren. Und ich denke, dann können wir auch den Schalter da aktivieren. Und dann schauen wir mal, was wir in dem Magnetraum da dann, was dieser Schalter überhaupt bewirkt. Und dementsprechend können wir dann ja weitermachen. Ansonsten gehen wir halt in die vierte Etage über. Ist mir dann auch egal. Wir werden dann schon irgendwie Step by Step dann alles finden, wa? Gut, dann werde ich an der Stelle erstmal den Part beenden. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei den ganzen Küsten. Ja, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.